So Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advanced Wars. Ich musste noch eben die Uhr starten. Wir machen weiter. Wir sind schon durch ein paar durchgekommen und haben aber noch ein bisschen was vor uns, wie ihr sehen. Wir machen weiter bei der Panzerpatrouille. Ein kompletter Spähtrupp ist in der Korallenlagune verschwunden. Die Korallenfestung liegt mitten in den Bergen. Feindliche Truppen halten sich dort wohl kaum auf. Dennoch, wo blieb der Trupp? Wir können uns nicht leisten, das Gebiet an den Feind zu verlieren. Wir sollten aufbrechen. Ja. Tag 1. Kampfpanzer. Olaf hat auch solche in seinem Besitz. Das erklärt, was mit den verschwundenen Speeren passiert ist. Diesmal weiß ich wirklich nicht, ob wir eine Chance haben zu siegen. Dennoch gewinnt man nicht, indem man seine große Kraft zur Schau stellt. Du weißt es auch schon nicht. Blablabla. Dies hier überlässt sie mir. Du hast gesagt, du überlässt es mir. Wir könnten also... Auf jeden Fall müssen wir hier blockieren. Genau. Natürlich der am weitesten weg steht. Da unten hingesetzt. Dann nutzen wir den Schutz der Deckung, um hier ein bisschen was aufzuräumen. Pam, 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 pam. 55, also wie das auf 3 runtergehen kann, verstehe ich gleich gar nicht. Also entweder ich habe mich gerade verlesen, extrem stark, oder es ergibt einfach keinen Sinn. So, du gehst mal dahin. Und ihr macht euch auf dem Weg da runter, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd war, aber das ist nicht so schlimm. So, ja. Hahaha, wie ich sehe, hast du meine neue Waffe übersehen, Nell. Bald erzitterst du vor den mächtigsten Bodentruppen überhaupt in diesem Spiel. Oder so. Das verstehe ich irgendwie nicht, das Manöver, aber okay. Das muss ich, glaube ich, auch nicht. Also, wir können jetzt... Wir greifen natürlich den Panzer an, genau. Wollen dann die Fernkampfeinheit mit unserem Panzer angreifen. Und platt machen. Ich möchte ihn nämlich ungern da stehen lassen. Wenn der Ton gerade ein wenig anders klingt als gewöhnlicherweise, dann liegt das daran, dass ich noch in meiner Übergangsunterkunft bin. Und in Kürze werde ich zum Studium aufbrechen. Wir werden das erstmal fertig machen. Das heißt, es kann auch sein, dass das Ganze unterschiedliche Töne hat. Dann sagen die gehen da runter. Guck mal, der kann schon mal besetzen. Seht ihr mal, das ist doch schon schick. Und der macht es in der nächsten Runde. Und wie weit kommen wir? Dahin, genau. Und da ich den schützen möchte, leeren, so. Zack. Mal sehen, wie lange wir noch brauchen. Ich meine, wir sind jetzt beim 4. Part. Und haben irgendwie noch nicht wirklich viel geschafft. Ja, okay, das können wir uns jetzt leisten. Er holt seinen Kampfpanzer irgendwie noch nicht. Das hat mich ein wenig verwirrt, aber... Das dachte ich mir nämlich. Das wäre jetzt ein wenig... suboptimal. Aber selbst wenn ich das jetzt mal, kann ich ja nichts machen. Deswegen werde ich dort einfach mal ein bisschen was wegballern und mit der anderen Einheit das einnehmen. Weil ganz ehrlich, die Panzer stören mich da gerade ein wenig. Und jetzt hat er eigentlich nichts mehr, was er meinen Panzern entgegensetzen kann. Es sei denn, er holt seinen Kampfpanzer. Seinen Kampfpanzer. Und... irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er das jetzt gerade nicht machen will. Besetzen natürlich. Wie weit kannst du laufen bis dahin? Aber das ist ja egal. Also egal ist es nicht. Kannst du ihm noch Ration geben. Und du greifst den an. Ach, das ist witzig. Ich habe gerade auf dem zweiten Monitor erblickt, wie der Zugriff auf die Festplatten stattfindet und
ist ein konstanter Datenstrom, ist ja klar, auf meine zweite Festplatte. Das ist gerade witzig, ja. Dam, bam, badadam, bam. Balam, bam. Steht natürlich klar, was wir jetzt machen werden. Wir holen uns erstmal das Gebäude. Da wird in der nächsten Runde ihr Panzer draufstellen können. Auch das Gebäude holen wir uns. Und mit der Einheit drücken wir vor. Ja, Advance Wars, ein sehr schönes Spiel. Wenn wir später noch mehr sehen, wird das Ganze noch ein wenig schöner. 85% Schaden, weil ungeschützt und so. Wenn es dann zur Story geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich da schlagen werde. Wie gesagt, die Story ist eigentlich, kann man schon sagen, für mich auch blind, da ich sie nie wirklich durchgespielt habe. Das ist gefährlich, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Aber ich schicke da eine Einheit hin. Da, und zwar dahin. Genau. Und dann werde ich natürlich es verhindern. Also dieses ganze taktische Spielen finde ich halt in diesem Spiel schön, mit verschiedenen Deckungsstufen und dadurch Vorteilen. Ich hätte jetzt zum Beispiel den angreifen können, weil der mir eigentlich gefährlich ist, aber ich werde es verhindern, nicht da mit Deckung 0 auf Deckung 1. Das wäre ein wenig suboptimal. Und er greift nämlich auch nicht an, das habe ich mir fast gedacht. Doch, darüber. Ihr könnt eh nur dahin und dahin. Ich überlege gerade. Nö, das reicht nicht. Das heißt, ich muss ihn sowieso da rauslocken. Die stellen wir dahin. ...85% Schaden, dann nehmen wir natürlich die, die dort im Wasser stehen. Dann nehmen wir die. Nee. Wer kam nochmal auf die blöde Idee, die ganze Tutorial-Ding zu spielen? Naja, es gibt bestimmt einige unter euch, oder vielleicht auch nicht, die das noch nie gesehen haben und die finden das vielleicht ganz interessant. Ja, ihr braucht übrigens, ist nicht bös gemeint oder so, aber ihr braucht nicht sagen, boah, warum spielst du denn das, brich das doch mal ab oder spiel das nicht. Wenn ich das hochlade, also jetzt, wo ihr das gerade seht, bin ich durch die Kampagne schon, oder durch das Tutorial schon lange durch. So viel kann ich euch versprechen. Zack, 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 zack. Dann sollte das jetzt ein leichtes für diese Einheit hier sein. Ich weiß immer noch nicht, welchen Trigger er hat. Aber ich hoffe mal, dass es der Trigger ist. Natürlich, ich opfer jetzt gerade dort eine Einheit, ich weiß, aber das ist mir eigentlich wert. So ehrlich sagen soll. Nein, du da rein, genau. Und dann gleich mal dahin. So, dass wir ihn gut beschäftigen können. Ich denke mal, ja. Dass er jetzt angreifen wird. Und natürlich, ihr seht erstmal die herausragende Stärke eines Kampfpanzers. Natürlich wird das jetzt nicht so klappen, wie ich mir das anscheinend vorstelle. Also wie das Spiel denkt, wie ich mir das vorstelle. Und zwar wäre jetzt der einfachste Plan, das Ganze hier niederzusetzen. Moment. Wer macht denn mehr Schaden? 10%. 10%. Die Sache ist die, ich könnte es natürlich einfach versuchen, das Gebäude einzunehmen. Und Moment. Nee, das schaffe ich nicht. Also ich setze den auf Warten. Und ich muss ja da unten. Jetzt kann er von da unten angreifen.
Das wird jetzt natürlich nicht so klappen, wie ich mir das denke. Denke ich mal. Oh. Oh, das klappt doch. Okay, reine Feuerkraft bringt nichts. Wie ich eben schon gesagt habe. Denn... Ach nee, ich habe das nicht gesagt. Nee, er hat das gesagt. Erstmal, wir könnten jetzt mal gucken. Das Ganze würde 45 abziehen. Das machen wir auch noch eben. Einfach, weil wir es können und so weiter. No? Da zieht es auch nochmal 15 ab. Peng. Mal sehen, ob wir ihn jetzt doch noch so schlagen können. Er steht natürlich auf der Brücke, also werden wir ihn wahrscheinlich nicht so schlagen können. Aber wir wollen noch ein bisschen was von ihm mitnehmen. Peng. Er macht kaum Schaden. Naja, und das wäre jetzt Schwachsinn. 1%, ihr seht. Deshalb, da der ja sowieso nicht rankommt, besetzen und das gehört uns. Ich dachte ehrlich, du sagst am Ende, aber du hast es geschafft. Doch Olaf hat Kampfpanzer. Unsere bisherige Taktik greift nicht mehr. Ich muss das Kommandozentrum um Kampfpanzer bitten. Mach weiter so. Was? Selbst meine Kampfpanzer wurden geschlagen. Ja, sie stehen sogar noch da rum. Diese Nell. Aber sie hat keine Kampfpanzer zur Verfügung. Hahaha, ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. Bam, 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 bam. So, wir haben schon wieder 11 Minuten verbraucht und irgendwie immer noch nichts großartiges geschafft. Also wieder nur ein Level. Bestehende Daten überspeichern, natürlich. Aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Jetzt kommen wir Flugeinheiten, das ist schön. Wir haben ein Problem. Es gibt Schwierigkeiten mit der K-Panzerproduktion. Blue Moon hingegen besitzt mehr als genügend Panzer. Ihnen stehen sicher Einrichtungen zur Massenproduktion zur Verfügung. Ich habe erreicht, dass einige K-Helis und T-Helis von der Front zu uns stoßen. Doch viel mehr Feuerkraft verschafft uns das nicht. Versuchen wir dennoch, sie sinnvoll einzusetzen. Die Details gebe ich dir also bekannt, sobald wir vor Ort sind. Achso, sie gibt mir die nur. Abmarsch. Bam, bam, bam. Hey, ich habe noch nicht mal Kurs, also bitte, ich schaffe das auch so, merkst du doch. Ja, Olaf ist ziemlich raffiniert, aber wir sind noch viel cleverer, also. Liegt unter dir. Aber infanterieren können wir das Meer nicht überqueren. Hier sind Transportpanzer-Helikopter oder T-Helis. Ich erkläre euch das einfach mal so, das geht schnell. Also T-Helis, weil da können wir nebenbei auch noch spielen. So, können wir jetzt einfach so leeren. Ja, Infanterie, begehbares Gelände, so. Also er hat ein K-Heli, ein Kampfhelikopter, ansonsten hat er nichts wirklich Sinnvolles. Ach, ich soll natürlich erst zeigen, was für Feuerkraft hier haben. Wow, wir sind so stark und mächtig, ich hatte aber eine ganz andere Taktik vor. Ja, okay, wir haben nicht viel Schaden genommen, wissen wir. Panzer sind nicht sehr effektiv, bla bla bla. Immer mittlerweile. Zack. Zack. Schicken wir die alle mal so weit wie möglich vor. So. So. Achso, das kann man nicht machen. Gucken wir mal, ob wir den. Kann man besiegen. Okay, dann haben wir den schon mal los. Ich habe jetzt eigentlich eine andere Taktik vor, und zwar eine Taktik, eine Verzögerungstaktik, mit der ich relativ wenig verbringen muss. Oder auch nicht, weil er hat natürlich relativ viele Einheiten. Irgendwie sind die Dinge einfach schwach. Ich glaube, die sind im zweiten Stack. Ja, natürlich, er hat jetzt auch Helikopter. Und Kampfhelis sind ganz gut gegen andere Helis, das muss man so sagen. Das ist die Frage, wie weit kommen wir mit unserer Verzögerungstaktik, aber natürlich werden wir alles daran geben, zu gewinnen. Das heißt, wir machen erstmal das. Schauen wir mal, kommt der überhaupt daran? Er käme gar nicht daran, gut. Das heißt, wir können den da hinsetzen, aber da kommt er auch nicht ran, ne? Ne, das ist genau der an den er nicht rankommt. So, und jetzt ist mir erstmal das andere egal, weil dann habe ich nämlich nächste Runde schon gewonnen. Ich weiß, ich opfere jetzt sinnlos Einheiten, aber ja, es
ist immerhin die, die Tutorial-Kampagne. Ich mache das Ding jetzt noch schnell fertig. Ich sehe, wir sind schon wieder bei 15 Minuten, aber schaut euch das mal an. Also, wie gesagt, die machen schon einigen Damage. Ich würde das gern vorspielen, also spielen, aber das macht man ja nicht. So. Gewonnen. Ich habe mich schon oft gefragt, warum Olaf so schlechten Gebrauch von seinen Truppen macht. Wie hoch die Qualität deiner Truppen auch ist, sie müssen sinnvoll eingesetzt werden. Naja, ich kläre dich noch etwas über die neuen Flugeinheiten. Ob sie werden von Alliierten, Basen oder HQ oder im Hauptquartier nicht mit Munition, Benzin oder TP versorgt. Du hast noch keine gesehen, aber nur in Flughäfen können Flugeinheiten versorgt werden. Aber TTPs können ihre Munition und Benzin zukommen lassen. Wie es auch mit Bodentruppen tun. Mach weiter mit deiner guten Arbeit. Also, ja. Was zum... Mein HQ wurde erstürmt. Nee, du fiese kleine... Du wusstest, dass du einen Frontalangriff nicht überstehst, also hast du es deinem Ärmel gezogen. Grrr, aber das ist noch nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Doch, es ist vorbei. Natürlich habe ich Kraft jetzt nicht, weil ich meine Truppen geopfert habe. Ich hätte sie so weit nur wie möglich hinterziehen können, Barrikade bilden und so weiter, aber nein. Ja, wir überschreiben noch die Daten. Und dann würde ich sagen, das war's auch für die heutige Folge mit Let's Play Advance Wars. Wir machen in der nächsten Runde, in der nächsten Aufnahme weiter mit Luftangriff, Luftabwehr und Luftkampf. Ich würde sagen, bis dahin, Leute, und tschüss.